Bonjour à tous und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Reflexivverben in der Vergangenheit, die Verbe réfléchi au passé composé. Reflexivverben sind zum Beispiel se réveiller, aufwachen, se laver, sich waschen, se maquiller, sich schminken, s'habiller, sich anziehen. Man erkennt die Reflexivverben am Reflexivpronomen se. Schauen wir uns zuerst ein Beispiel auf Deutsch an. Sich waschen. Hier habt ihr jeweils das Subjekt. Hier das Hilfsverb haben, das in der Gegenwart konjugiert wird. Hier das Reflexivpronomen. Und hier das Partizip 2, das unverändert bleibt. Ich habe mich gewaschen, übersetzt man so. Je me suis lavé. Vergleichen wir beide Sätze. Auf Deutsch habt ihr zuerst das Subjekt. Dann das Hilfsverb haben, das in der Gegenwart konjugiert wird, dann das Reflexivpronomen und dann das Partizip 2, das unverändert bleibt. Auf Französisch habt ihr zuerst das Subjekt, dann das Reflexivpronomen, dann das Hilfsverb être, das in der Gegenwart konjugiert wird und dann das Partizip 2. Es sind also zwei große Unterschiede. Zuerst steht das Reflexivpronomen vor dem Hilfsverb und nicht danach, wie es im Deutschen der Fall ist. Zweitens benutzt man das Hilfsverb être und nicht avoir, um die Vergangenheit zu bilden. Jetzt konjugieren wir se laver im passé composé. Je me suis lavé. Ich habe mich gewaschen. Tu t'es lavé. Du hast dich gewaschen. Il s'est lavé. Er hat sich gewaschen. Nous nous sommes lavés. Wir haben uns gewaschen. Vous vous êtes lavé. Ihr habt euch gewaschen. Ils se sont lavés. Sie haben sich gewaschen. Hier habt ihr das Subjekt. Das Subjekt ist hier männlich. Hier das Reflexivpronomen. Hier das Hilfsverb être, das in der Gegenwart konjugiert wird. Und hier das Partizip. Das Partizip bleibt grundsätzlich unverändert. Man muss nur dran denken, ein S in der Mehrzahl anzuhängen. Wenn das Subjekt weiblich ist, bleibt alles gleich. Man muss nur dran denken, ein E an das Partizip anzuhängen. Zum Schluss noch ein paar Beispielsätze. Ce matin, je me suis réveillé à 6 heures. Heute Morgen bin ich um 6 Uhr aufgewacht. Ensuite, je me suis lavé. Dann habe ich mich gewaschen. Je me suis habillé. Ich habe mich angezogen. J'ai pris mon petit déjeuner. Ich habe gefrühstückt. Et je suis allé au lycée. Und ich bin ins Gymnasium gegangen. Wenn das Subjekt weiblich ist, muss man ein E an das Partizip anhängen. Allerdings nicht, wenn das Passé Composé mit avoir gebildet wird. Das gleiche nochmal in der Mehrzahl. Ce matin, nous nous sommes réveillés à 6 heures. Ensuite, nous nous sommes lavés, nous nous sommes habillés, nous avons pris notre petit déjeuner et nous sommes allés au lycée. Wie ihr seht, hängt man ein S ans Partizip an, und zwar überall, wo être benutzt wird. Wenn das Subjekt weiblich ist, kommt noch ein E dazu. Ich hoffe, dass dieses kleine Video euch gefallen hat. Viel Spaß noch beim Lernen. À bientôt!